Frankfurt-Griesheim. Eintrachts Jungprofi Marc Stendera zu Besuch im ICE-Werk. Die Nachwuchshoffnung machte in der vergangenen Saison schon einen richtig guten Eindruck, erlitt jedoch im Sommer einen Kreuzbandriss. Und während im ICE-Werk an den Zügen gearbeitet wird, arbeitet Stendera mit viel Zug an seiner Rückkehr. Aktuell geht es mir sehr gut, das Knie ist schon sehr weit für die Verhältnisse, wie es sein sollte. Und in der Regel sagt man 6 bis 7 Monate und ja, da gucke ich einfach mal, wie schnell das geht und dann wird schon der Zeitpunkt kommen irgendwann. Bis zu 6 Stunden täglich schuftet Stendera dafür in der Reha. In Halle 3 des Werks in Griesheim wird übrigens rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gearbeitet, um die ICE-Flotte in Schuss zu halten. Wir machen eigentlich nichts anderes, als was in der Autowerkstatt passiert. Das heißt, wir machen regelmäßige Servicearbeiten an den Zügen, aber auch natürlich Reparaturen, wenn irgendwas auf der Strecke an den Zügen kaputt gehen sollte. Ein Blick in den Triebwagen. Mit voller Antriebskraft legte auch Marc Stendera im Eintracht-Trikot los. Gab sein Bundesliga-Debüt bereits mit 17 Jahren, ausgerechnet gegen den FC Bayern. Damit ist er einer der jüngsten Bundesliga-Debütanten überhaupt. Am 10. Dezember ist er übrigens 18 Jahre alt geworden, endlich volljährig. Für ihn kann es vorerst nur einen Wunsch geben. Ja, große Wünsche habe ich nicht. Ich will fit werden und das ist mein größter Wunsch. Wie beim Fußball im Winter gibt es auch im Werk Hallenregeln zu beachten, weshalb Stendera beim Blick unter den ICE zum Kopfschutz greifen muss. Dieser Zug ist überwiegend zwischen Frankfurt, Holland und Belgien unterwegs. Erfolgreich auf Europareise, genau wie die Eintracht. Da will auch Marc Stendera im kommenden Jahr wieder mitmischen. Zum Abschluss ein kleines Fotoshooting mit den Werksarbeitern und ein Fazit des Besuchs. Ist natürlich mal was anderes außer Fußball und auch interessant zu sehen, wie das alles hier abläuft. Und ja, ich war ja selber immer noch mit dem ICE nach Hause und wieder zurück. Spielzug wünscht weiterhin gute Fahrt, ein baldiges Comeback und natürlich alles Gute zum 18.